Jeff Sabene, schwieriges Auswärtsspiel in Aue am Sonntag. Was macht Ihnen Hoffnung, dass man die kurze Niederlagenserie von 3 Spielen da beenden kann? Die ganze Einstellung von der Mannschaft während der Trainingswoche. Wir haben die Fehler analysiert, wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet. Ja, so gesehen bin ich guten Mutes, dass wir in Aue punkten können. Worauf wird es da ankommen in Aue? Ja, zuerst in Aue ist immer ein Kampfspiel. Wir müssen einen Kampf annehmen, die Zweikämpfe gewinnen. Das ist mal die Basis. Da müssen wir defensiv kompromissloser werden, keine Risiken eingehen, ja, und offensiv wieder die Effizienz finden, die uns Anfang Saison ausgezeichnet hat. Wie darf man sich das vorstellen? Sie haben die Fehler, die vielen individuellen Fehler, die zu Toren geführt haben, auch angesprochen in der Woche. Wurde das in Einzelgesprächen gemacht? Hat man das gemeinsam gemacht? Das haben wir jetzt gemeinsam gemacht mit Videoanalysen, dass sich jeder die Szenen nochmal anschauen kann. Es geht darum, die Jungs zu sensibilisieren, dass man das abstellen muss, dass man da im Defensivverbund keine Risiken eingeht, sondern auch mal einen Ball auf die Tribüne spielen kann oder hauen kann, auch wenn das den Zuschauern im Moment nicht so passt. Aber das gehört halt auch dazu, und dann vermeidet man Fehler und ja, bekommt weniger dumme Tore. Anders als gedacht steht Ihnen ein anderer Sporer jetzt doch wieder zur Verfügung. Man hat sich ausgesprochen, die Situation ist bereinigt. Sie haben selber gesagt, es ist abgehakt. Er ist damit auch ein Kandidat für die Startelf am Sonntag, vermute ich. Genau, er ist einer von 5 Stürmern. Wir haben 5 zur Verfügung, 2 werden spielen, und er ist einer von den 5. Sie haben sich auch schon zum Thema Werder Bremen geäußert. Das war Anfang der Woche ein Thema. Es gab keinen konkreten Kontakt, aber trotzdem darf man sich als Trainer geehrt fühlen, wenn so ein prominenter Verein den Namen oder in dem Zusammenhang Ihr Name genannt wird, vermute ich. Genau so ist es. Es ehrt einen als Trainer, dass man da mal auf der Liste steht. Ja, es wurde nicht konkreter jetzt. Und ich bin gerne bei Arminia, und Fokus liegt voll auf dem Spiel vom Sonntag. Und ja, ich will unbedingt wieder in die Erfolgsspur mit der Arminia. Das ist das Wichtigste. Alles klar, vielen Dank. Danke.